Moin Leute, es geht weiter bei The Search 2. Wir müssen uns an den Bossgegner hier unten versuchen. Das letzte Mal habe ich ganz schön auf die Mütze bekommen. Und jetzt heißt es erstmal. Akkus sammeln. Sondern nicht Akkus sammeln. Indirekt Akkus sammeln. Injektionen sammeln. Noch nicht genug. Hier oben gab es, glaube ich, auch noch Gegner. Ja, da haben wir einen. Au. Bin ich auch noch verletzt? Ich glaube es aber nicht. So, ein Akku mehr. Haben wir hier noch irgendwo? Nächsten Gegner. Ich muss hier Akkus sammeln. Na super, habe ich sogar noch was abgekriegt. Perfekt. So, Akku ist voll. Das ging zum Glück relativ einfach und schnell. 2600 Tech-Scrap. Da ich keinen Bock habe, bei dem Bossgegner nochmal Tech-Scrap einzusammeln, bringe ich den erstmal schnell weg. Die 675 da oben pfeife ich. War 2,6. Das könnte vielleicht sogar noch für ein Level abreichen jetzt. Nein. Oh, ganz knapp. Oh, Moment. Jetzt reicht's. Dann leveln wir nochmal. Okay, es reicht noch nicht, egal. Gut. Dann probieren wir es jetzt nochmal bei den Typen. Hatte ich nicht eigentlich, jetzt bin ich nur ganz kurz, hatte ich nicht auch einen Start mit Feuerschaden? Mich würde einfach mal interessieren, ja, hier. Der macht viel weniger Schaden, ich nutze ihn aber mal ganz kurz. Ich will einfach nur mal wissen, ob ich bei dem Typen theoretisch Feuerschaden verursachen kann. Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Dann könnten wir doch wieder unseren Implantat mit 30% mehr Schaden nutzen. Oh, meine Güte. Das fängt ja schon super an. Sieht mir aber nicht so aus, als würde der irgendwie. Geht gerade mal nur danach, ob ich dem irgendwie Feuerschaden verursachen kann. Ne, kann ich nicht. Gut. Wollte ich jetzt keine Akkus für verschwenden, weil es schon zu Beginn scheiße lief. Okay, man kann ihn keinerlei Elementarschäden machen. Das funktioniert also nicht. Dann nehmen wir wieder. Beziehungsweise. Nein, ich probiere jetzt noch was. Kann es mir am besten wenig vorstellen, dass ich bei dem Planetenschaden mache. Das wäre irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Aber wir probieren es jetzt mal aus. So, zack. Kommt da. Ups. So kann man übrigens auch einfach sich dann die Akkus erfarmen. Fällt mir gerade mal so auf. Nur gar keine Art, springe ich einfach runter. Kloppt auf ihn blöder und zahle in die Akkus ein. Würde auch gehen. Naja. So. Gut. Dann dich raus. Dich lassen wir noch drin, nehmen wir dich jetzt. Okay. Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist halt immer so die Sache mit den Bosskämpfen in mehreren Phasen. Cool die Idee ja im Prinzip auch ist und dass das Ganze ein bisschen spannend und so macht. Ist halt auch irgendwie immer so ein bisschen müßig. Immer wieder schon
versuchen, bei der Phase 1 neu anfangen zu müssen. Ach, scheiße, er hat doch noch von der gleichen Seite zu kommen. Hab ich jetzt nicht gerechnet. Da habe ich auch gepennt. Das bringt doch nichts. Konter bringen bei ihm gar nichts. Ich glaube nämlich, das war gerade ein Konter. Klang zumindest so. Ja, er macht nur seinen Scheiß. Finde ich ganz gut. Kann ich in Ruhe hochheilen. Jetzt kommt der Sprung. Wo ist er? Da ist er. Weg! Das war knapp. Die Phase, da schlagen wir uns eigentlich schon nicht schlecht. Alter! Das heißt nicht schlecht, das war immer gerade. Absoluter Hammer. So, und jetzt probieren wir hier auch mal ein bisschen lieber in den Nahkampf zu gehen. Ja, so viel dazu. Komm, schieß drauf! Schieß doch! Scheiße, hilft es vielleicht, wenn ich mal auf das Scharfschützen will. Kannst du da drauf schießen? So. Oh, fuck, ey. Also, kann zumindest überhaupt irgendwie drauf schießen, ist schon mal nicht verkehrt. Ja, ich sollte mich aber lieber mal aufs Ausweichen konzentrieren hier. Okay. Holy shit. Entdeckt er. Wow, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Jetzt kommt der Mist wieder. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Und bin schon wieder fast tot. What the fuck, ey? Wieso? Was passiert da? Alter, das ist echt übel. Ich muss ein bisschen dichter ran, dass er diesen Ansturm macht, den er auch in Phase 1 macht. Den kann man nicht jetzt blocken. Genau den. Oh, fuck. Jetzt hatte ich aber keine Ausdauer mehr. Komm, mach deinen Ansturm. Klein. Oh, das war er nicht. Ach, die Dinger fliegen zu ihm zurück und die treffen mich dann. Da muss ich also gucken, aus welchem Winkel ich ihn angreife. Was ist jetzt? Ja, den, genau. Gut, weg von seinem Wirbel. Ui, 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 ui. Ach, fuck. Okay, alles gut, das war nicht viel Schaden. Komm her, komm her, komm her, mach den anderen Ansturm. Nicht den. Ach, das ist wieder die Kacke. Jetzt von der Seite hin. Weg. Ausweichen. Ja, ich muss ja alles, jedes Manöver kommentieren. Uiuiui, komm. Mach hier dann. Ach, scheiße. Jetzt hat er eigentlich die passende Attacke gemacht und ich habe gepennt. Weg. Komm her, komm her, komm her. Yes. Oh nein. Oh, 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 oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, scheiße. Ich muss die andere Injektion nehmen. Wo ist er hin? Die Scheiße wieder. Nektar. Da haben wir nichts mehr. Shit, ey. Kommen hier halt auch keine Energie dazu. Oh, ich stehe im Weg. Ich stehe im Weg. Geil. Jetzt haben wir nichts mehr an Injektionen. Wir haben ihn auf der Hälfte. Komm her. Ah. Oh, au. Problem ist halt, die Waffe hat jetzt so enorm niedrigen Energiegewinn. Ist vielleicht, wenn es hier nichts wird, probieren, ob ich ein Implantat finde, was mein Energiegewinn noch verbessert. Ich glaube, da gab es ja auch was.
Reichweite. Au. So eine Reichweite mit seiner Attacke. Das ist echt übel. Alter, jetzt habe ich einen Unbalanced. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Ich habe nichts mehr. Ein Treffer und ich bin erledigt. Ich hätte die andere Heilung nehmen sollen. Ich kann jetzt echt nur auf Zeit spielen. Komm, mach mal dein Deckenmanöver. Das dauert so schön lange und ist leicht auszuweichen. Ho, ho, ho. Schön hochheilen. Boah, hat der noch eine Phase? Ich sehe da oben schon wieder den nächsten Energieleister. Holy shit. Meine Fresse, ey. Nein. Tag, wir haben so eine Reichweite bei ihm. Okay. Scheiße, ey. Ernsthaft? Boah, ey, drei Phasen. Das ist ja echt übel. Was macht der denn da? Oh, ganz viele Nanosprünge hinterlässt er da. Sehr schön. Das ist ja ein großer Spaß. Okay. Oh, Alter, ernsthaft. Hier ist ja alles voll mit dem Mist. Jetzt macht die wieder dieses, was sie einfach hinfallen lässt. Nur diese zwei Attacken. Das kommt mir schon fast zu einfach vor. Ich will aber nichts verschreien, ja. Oh ja, so viel dazu. Das ist irgendeine neue Attacke. Hat sich jetzt geheilt? Nein, 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 ich bin gar nicht erst so Nahkampfattacken bewegen. Das war eben so schön einfach. Scheiße. Oh, Mann. Jetzt haben wir wieder keinerlei Injektionsladung. Eine von jedem Typ. So, jetzt muss ich gucken, gibt's etwas? Ja, das Ding muss unbedingt rein. Unbedingt. Was nehmen wir da raus? Energiegewinn brauchen wir. Da haben wir auch einen besseren, ne? Na, 10%. Na, 15%. Ne, doch nicht. Ausdauerregeneration ist auch gut. Angriff blocken. Eigentlich weiche ich den Angriffen ja sowieso nur aus. Aber ganz ehrlich, das Blocken tue ich hier gar nicht. Probieren immer auszuwechseln. Und wir nehmen das Ding. Das ist auf jeden Fall nützlich gegen ihn. Gut, weiter. Müssen wir uns erstmal wieder unsere Injektionen sammeln. Greifen wir ihn einfach nochmal kurz an und laufen dann weiter. Ja, aber habe ich jetzt wirklich weniger Nahrungsschaden genommen? Das ist merklich, war zumindest. Kam irgendwie gerade nicht so vor.
das Gaia-Vieh. Oh, shit, 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 shit. Einzahlen? Nee, 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 nee. Lass mich gar nicht drauf ein. Muss ich auch gar nicht. Wir laufen jetzt einmal zurück, da können wir auch nochmal kurz aufleveln. Oh, jetzt hätte ich mich fast weggebrutzelt. So, nochmal leveln. Gesundheit und Ausdauer. So. Auf geht's, nächster Versuch. Ich glaube, das was mit dem hier angelegt, ne? Nach 150. Ja, gucken wir mal. Vielleicht liegt das aber auch, oder verringert das auch nur den Schaden, den ich dadurch nehmen würde und nicht wie schnell sich das aufbaut. Ah, gucken wir mal. Textilas klingt zwar eigentlich, sollte es eher. Okay, dass ich jetzt die Richtung nicht sehe, ist nicht so schlimm. Ich weiche die hier die ganze Zeit aus. Ich werde hier nichts blocken. Das Witzige bei so mehreren Phasen ist... Oh, oh. Wollte ich gerade was sagen? Nämlich, dass man da immer... einfacher dann durch die Phasen durchkommt, die einem vorher so unmöglich schien. Die zweite, oh, richtig. Die zweite fand ich echt immer noch am schwierigsten. Die dritte ist eigentlich relativ einfach aus der Weichung. Ende nur so blöd. Da muss man ihm einfach wirklich auf Abstand halten. Da gibt er mir so schöne Möglichkeiten. Zu treffen. Die hier war halt wirklich übel, wie ich fand. So, gleich schon was verpasst. Jetzt von der Seite kommen. Oh, 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 ganz doof, ganz doof. Richtig doof. Jetzt habe ich beide Heilungen benutzt, das war auch nicht so clever. So, ein bisschen Nahkampf gehen. Ach, scheiße. Ja, genau die Attacke muss ich mal heraufbeschwören. Scheiß wieder. Da habe ich eigentlich das beste Angriffsfenster. Wenn ich es nur hinbekomme, dass er passend landet. Ja, so zum Beispiel. Zweck, bevor den Wirbel macht. So. Nein. So nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So schon mal gar nicht. Licht angemacht hier. So, okay, zack, zack. Ich muss auch gucken, dass ich möglichst das irgendwie so steuern kann. Dass ich schon passend stehe. Die Dinger, die dann an den fliegen. Jetzt drauf. Und weg. Oh, weg, 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 weg. Das war knapp. Hingehen. Ach, scheiße. Da hochfahren kann ich trotzdem noch. Weg. Geht auch. Das tut weh. Das Ding mal aktivieren. Das konnte ich gerade nicht. Dass man die Heilung kümmern musste. Ah, er macht seinen Sprint. Was ist denn jetzt los? Ich bin müde geworden.
komm, 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 komm. Sprint. Okay, jetzt ein bisschen dichter. Ach, scheiße. Das war eigentlich ein Attack auf dich, die ich die ganze Zeit warte. Oh, unbeliebt. Es hat gesessen. Aber noch schön ein bisschen. Was mache ich denn da? Völlig verdrückt und aus Versehen gesprungen. Meine Fresse. Aber wir haben da jetzt was. Komm. So, okay. Jetzt einfach ganz cool bleiben. Die Phase hat man eben schon fast im Sack. Müssen immer nur gucken und versuchen, dass er möglichst... Oh, scheiße. Die gleiche Kacke immer angreift. Und mit seinem Scheiß verseucht. Und definitiv nicht in die Nahkämpfe. So, und jetzt stelle ich mich hier hin. Komm, lass dich fallen. Ja, genau, so ist gut. Einzahlen. So. Jetzt macht er den Mist. Bleibe ich einfach hier stehen. Komm, mach wieder deinen Sturzangriff. Sehr schön. Auf. Kriegen wir auch immer. Ach, ganz knapp. Vorbei, dass ich keinen Akku kriege. Okay, okay, doch, das haben wir doch. Das haben wir doch. Los, mach deinen Scheiß hier. Ja, sehr schön. Truff. Das weg da. Ja. Uns hier schön daneben. Oh, jetzt hier so dunkel. Aber nicht zu übermütig werden. So. Kann man danach das Ding hier nochmal voll machen. Sicher ist sicher. Das schaffen wir doch, das schaffen wir doch. Das haben wir noch gleich, komm schon. Mal einmal deine Scheiße, dann haben wir dich da so. Oder? Ja, fast. Ja, wir haben ihn. Yes, Nano-Gehirn erhalten. Delver Helix. Oh, das ist nach einem neuen Stab. Ist mit Nano-Schaden. Yes. Geht doch. Reichlich Textscrap. Und ich habe schon wieder verpeilt. Ach. Auf den Recycling Buckets wechseln. Oder hatte ich die hier noch ausgewählt? Nee, hatte ich nicht. Naja. Was soll's, was soll's. Okay. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. So. Jetzt wechseln wir hier wieder auf das normale. Wunderbar. Was ist das für eine Waffe? Die macht auch ganz gut Schaden. Bisschen besseren Ausdauerverbrauch. Bisschen höhere Angriffskraft. Und eben den Nano statt den Elektroschaden. Sieht auch ganz cool aus. Naja, können wir das nächste Mal gucken. Ich finde das jetzt mit Elektroschaden plus höherer Elektroschaden dadurch noch, finde ich eigentlich ganz nützlich. Denke ich mal. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal so eine Vision. Ah, sie hat das Vieh zu uns geschickt. So, so. Was haben wir hier noch? Reapers Testament. Was ist das? Zweihändig. Okay. Oh. Ah. Auch ziemlich viel Schaden. Aber das ist wahrscheinlich wieder so eine Waffe, die ziemlich langsam zuschlägt. Höherer Ausdauerverbrauch. Ah ja. Naja, naja. Nein. Okay. Leute, wie kommen wir jetzt hier eigentlich wieder raus? Das sieht aus wie der sichere Tod. Das sieht danach aus. Bin mal gespannt, ob diese Jägertypen in der Basis da mich jetzt angreifen wollen.
ja auch der Hammer, oder? Ich habe nie gesehen, dass es hier... Ne, was sind wir denn jetzt? Sind wir in der Kreuzung? Ich bin gerade echt ein bisschen verpeilt. Ach, jetzt weiß ich. Aber ich habe trotzdem nie gesehen, dass es hier noch runter geht. Das ist der Wahnsinn, ey. Oft man irgendwelche Pfade nicht sieht. Ist jetzt hier noch mehr von denen. Oh. Sorry. Das eine, was hier umlief, das ist doch neu. Ich mach jetzt noch eine platt. Einzahlen, so. Bin mal gespannt, ob die mich jetzt vielleicht sogar angreifen werden, weil ich meine, ich habe jetzt das gehört, was sie eigentlich wollen. Ich dachte gerade schon. So, einmal aufleveln. Das zweite Mal reicht's nicht. Okay. Akkueffizienz habe ich irgendwie immer noch nicht so ganz gecheckt. Ich habe 200% immer noch. Anführungszeichen nur 3 Akkus. Kriegt man durch Implantate mehr? Da habe ich aber noch nicht eins bisher bekommen. Ich level jetzt hier auch mal ein kleines bisschen mit bei den Akkus. Einfach mal auf Stufe 20, ob sich da dann irgendwas tut. Und die sind weg, die Typen. Ich kann mir denken, wo die vielleicht sind. Stehen die jetzt womöglich? Ach guck mal, der kann hier die Shortcuts nicht öffnen, offenbar. Ach ne, das ist einfach nur die Türme, der Status. Was hat mir jetzt eigentlich hier noch? Sorry, bin nicht in der Stimmung, um zu reden. Okay. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Typen jetzt das Licht aus, mich da zu Gutenberg erwarten, abfangen wollen? Ob das so ist? Kommt dann in der nächsten Folge. Bis dahin.